Ach nö, Lissandra. Das muss doch nicht sein. Ja, geh mal trotzdem Drones Play, würde ich sagen. So, wir pullen wahrscheinlich Red Buff. Und generell versuchen wir einfach der Lane zu chillen. Also gegen Kha'Zix und Lissandra zu spielen, ist halt ein bisschen XD. Ich glaube, ich kriege richtig auf den Sack, wenn ich da einen Fehler mache. Deswegen spielen wir einfach passive und ja, müssen erstmal schauen, dass wir Info bekommen von Enemy Jungle. Ich weiß es übrigens gar nicht so schlecht gegen Akali. Weil ich halt immer ganz kurz da bin und seine Trades halt auch sehr kurz sind. Einfach EQ oder er drückt W und macht dann EQ. Jetzt möchte er die Wave unbedingt rauspushen. Er ist halt out of Mana, fast. Das lassen wir nicht zu, dass er die Wave rauspusht. Er hat halt keinen Mana mehr. Er kann dann nur noch eine EQ machen. Einfach Lane ganken. Lol, Q hat einfach nicht getroffen. Fuck. Nice. Haben wir. Hätte einfach flashen müssen, meine E, dann hätte er überlebt. Und jetzt hat er TP'd und ist gestorben. Das ist ein bisschen BG für ihn. Ja, gehen wir weiter. Richtung AD, weil Ryze ja in den Runden MR mitgenommen hat. Und wenn wir halt mehr AD haben, dann ist halt unser Conqueror, gibt uns das auch Attack Damage. Und wenn wir halt mehr AP haben, dann wird sich auch unsere Adaptive Force in den Runen in AP umändern und auch, dass wir halt von Conqueror dann AP bekommen. Fuck. Nice. Reingesmurft. Nice Team. Einfach 3-0-2 jetzt schon. Holy shit. Das klatscht hier richtig rein. Jetzt können wir gleich für Null hingehen. Ah, okay. Als Flash. Einmal guten Lifesteal mit Drone's Blade und dem Cutlass. Und Ocean Drake. No, fucking Kha'Zix! So ein Bastard-Champ! Fuck! Lol, die Q hat nicht mehr getroffen. Mid Tower sollte drin sein. Ich rotiere direkt Botlane. Ich kann den Botlane Tower, denke ich, auch noch holen. Ich stay erstmal hier. Okay. Ja. Nunu ist fucking dead. Oder auch nicht.
Ich hab jetzt Ulti ab. Alessandro hat auch noch Ulti, glaube ich. Mann, keine Lulu oder was? Halbe Sekunde oder so. Ja, dann war das nicht worth, den Kill zu traden. Obwohl ich halt kein Shutdown war, aber trotzdem. So, 1 für 1. Obwohl. Ihr müsst halt überlegen, wenn ihr halt 1 gegen 1, 1 für 1 Trades macht, dann kommt ihr halt ahead, aber der Gegner auch. Aber ihr habt halt dann mehr Gold als ihr, als alle anderen. Zum Beispiel, ich habe 6 Kills. Und das heißt, ich habe mehr Gold als jeder im Spiel. Und also wenn ich 6-6 stehen würde, habe ich halt viel mehr Gold, als wenn ich 0-0 stehen würde. Dafür hat halt im, das Gegnerteam halt einen Dude auch mehr Gold. Aber wenn ihr halt in Carry Champ spielt oder sowas und ihr denkt, okay, wenn ich mehr Gold habe als alle anderen auf der Map, dann kann ich carryen. Dann könnt ihr auch für 1 für 1 Trade Kills gehen. Aber halt nur, wenn ihr wirklich ein Champion spielt, wo es sich lohnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Tank spielt und ihr gegen einen Carry spielt, dann lohnen sich 1 für 1 Trades nicht. Weil der Carry macht halt mehr mit dem Gold. Als ihr. Als Tank. So, der Ryze, der sollte jetzt eigentlich hier sterben. Ich glaube, die Vayne schaut sich gerade. Naja, der Nash ist retarded. Obwohl, nee, ist actually fine. Flankt die Gegner einfach. No! Einfach Vision verloren. Dann sehen wir. Scheiße, scheiße. Oh, die Q! Q! Oh, I guess not. Ah, vielleicht hätte ich nicht verhem gehen sollen. Sie hat halt ziemlich viel Damage gemacht und ich habe halt meine ganzen Spells of Karma benutzt. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Jetzt nicht fighten. Ich will den Fight gewinnen, der hier, nice. War ein guter Catch auf Sivir. Alter, Alter, Alter. Ah, wir mit Tower bekommen, also was, Gucci. Lulu für Mid Tower ist worth. Infernus bauen auch gleich. Rennen wir mal direkt hin. End, oder? End. Go. Alter, was? Ah, Vayne ist balanced. Alter, Vayne ist so ein Balance Champ. So lächerlich, dieser Champ. Und Arika ist den Tent. Alter, ja, die hatten hier Vision. Das war ein bisschen unfortunate. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
The storms we chase are leading us.